okay, scheiß drauf. Mein Name ist Jamil Dishman, ich bin 22 Jahre alt und bin jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren schon im Theaterbüro aktiv, im Jugendtheaterbüro. Das ist ein Theater von Jugendlichen für Jugendliche. Das ist Theater der Unterdrückten. Ne, das sind so unsere Slogans, die wir haben. Wir machen Theater, wir machen Musik, viel in Form von Rap auch, aber wir machen nicht den All-Time-Shit, ne, das, was Peace, was geht ab. Wir machen nicht diese klassische Scheiße, was überall gehört wird, sondern wir machen unsere, bringen unsere Sachen auf die Bühnen. Ich kann euch ja mal zeigen, guck mal, schwenkt vielleicht mal so nach rechts unten. Was seht ihr da? Genau, ein X. Weil wir eröffnen hier unser eigenes Theater. Ja, ist kein Spaß. Wir bauen das selber mit den Händen. Wir bauen das selber in unseren Köpfen mit den Ideen. Und wir überlegen uns, welche Themen müssen hier eigentlich gesagt werden. Das Besondere an diesem Theater ist, es wird von Jugendlichen und Erwachsenen gemeinsam geleitet. Wir haben eine AG-Intendanz. Überall sind Jugendliche und Erwachsene zusammen aktiv. Das heißt nicht, dass es keinen Streit gibt. Ne? Das ist bei uns Tradition. Wir brauchen den Streit, wir brauchen Auseinandersetzungen, sonst kommen wir nicht weiter. Wir wollen kein hier Larifari und wir sind alle glücklich, sondern wir müssen kämpfen, um glücklich zu sein, verdammt nochmal. Und wir haben Meinungsverschiedenheiten, das ist normal. Aber wir sind eine Community. Eine Community. Das heißt, wir stehen zusammen, wir kämpfen gemeinsam, weil wir gemeinsame Interessen und Ziele haben und wir sind füreinander da. Wir wollen Kunst machen können, wie wir Bock haben. Wir wollen die Mittel dazu haben. Wir wollen auf allen Bühnen spielen. Wir wollen überall mitreden können. Das sind die Sachen, wofür wir sind. Es wird mal gefragt, warum seid ihr denn immer gegen Sachen, seid doch mal für was. Ja, wir sind auch für was. Aber um unsere Sachen hinzukriegen, für die wir sind, müssen wir gegen Sachen kämpfen, die uns da im Weg stehen. Das sind Barrieren. Und genau dafür steht das Theater X. Deswegen kommt alle vorbei, 29. bis 31.03. die drei Eröffnungstage. Wir haben dann noch bis zum 12. Dezember unsere Spielzeit mit Themen über Gentrifizierung, das heißt steigende Mieten und so ein Scheiß, über Pegida, über Gewalt, über was passiert, wenn die AfD da ist und wir auf einmal und die AfD an die Macht kommt und wir im Faschismus leben, über Refugees Rights, über die Refugees zeigen ihr Leben, wie sie hier erleben, wir werden Filme sehen. Wir werden Konzerte haben, wir werden was zum Thema LGBTQ machen. Es wird sehr, sehr, sehr viel hier passieren. Und damit ihr das nicht verpasst, kommt alle her. Kommt alle hierher, Mann. Ich schwöre euch, das ist the place to be 2015, 2016. Und deswegen, Theater X, Peace, attackiert das System.